Nicht ernsthaft. Und wir haben den Hausschlüssel nicht. Den hat Dave. Oh nein, das heißt, ich muss Razor wieder runterjagen, damit wir Bernhard überhaupt hier reinkriegen. Ach nee, runterjagen nicht. Sie muss ja Gott sei Dank, sie ist ja schon unten, Gott sei Dank. Aber wir müssen erstmal die Haustür öffnen, ansonsten kommen wir nämlich nicht mehr rein. Auch das kann passieren. Ich meine auch, dass man ertrinken kann. So, nochmal. Open Door. Ach guck mal, dann kannst du dich da gleich erstmal kurz hinstellen. Dann kannst du dich mal eben mit Bernhard treffen. Dann kriegst du nämlich von mir einmal das Kassettenteil. Hier, bitteschön. Den Rest behalten wir nochmal. Dann kannst du schon mal hochgehen. Und Razor geht natürlich selbstverständlich zum Telefon. Lalalalalala. Ich drücke immer wieder auf diese blöden Treppenstufen. So, Bernhard, unser großer Held des Tages. Du machst das schon. Du wirst dich gleich in die Liebeshöhle begeben. Und der guten Edna Einhalt gebieten. Ich glaube, Edna müsste da drin sein. So. Ich hoffe, es klappt. Weil das ist unser einziger Versuch, tatsächlich noch Dave zu retten. Kann ich es... muss ich es aufheben oder... Pick up phone. Was? It seems to be broken? Hä? Ich kann das nicht bewegen. Hä? Ich dachte, ich kann jetzt jemanden anrufen. Oh nein! Muss ich das erst reparieren? So, ich habe ja noch einen gelben Schlüssel. Ich versuche damit jetzt mal Dave zu befreien. Vielleicht ist das ja auch der Schlüssel vor unten. Der hockt jetzt schon seit... Ist eigentlich der Leiter der Truppe. Und sitzt von Anfang an jetzt... Ach ja, ich kann es... Oh. Das macht mich gerade ein bisschen verrückt gerade, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hä, ich kann ihn denn noch anrufen. Ich bin überzeugt davon. Fix. Bis. Ja. Ein Hamster. Mit Salat oder mit Käse? Müssen wir jetzt Bernhard ernsthaft wieder runterscheuchen? Muss er das machen? In dem Zusammenhang konnte ich, glaube ich, das da draufstecken. Juhu! Kann ich das auch benutzen? It's not turn. Achso, ich muss es erstmal anstellen. Und jetzt kann ich es benutzen. Das war wohl nicht richtig. Das ist aber... Ich kann nicht den Code vom Dings benutzen, ne? Wie ist denn nochmal Ednas? Oh! Mann! Ich glaube, ich habe das gerade eingegeben. Weil dann hat das nichts damit zu tun. Aber das ist ja auch ein Radio und keine Telefonnummer, ne? Also man gibt ja eigentlich in der Regel ja auch keine Telefonnummern in ein Radio ein. Ach Mensch. Na gut, da müssen wir ihn einmal runterschicken. Ich weiß jetzt nicht, ob er das reparieren kann.
Ich hatte mir das gerade ein bisschen einfacher vorgestellt. Ich kann er ja auch anrufen, dann schicke ich die Dame doch nochmal hoch. Ärgerlich. Ich glaube, die Briefmarken können wir Razor auch geben. Ich meine, dass sie nachher irgendwas damit auch machen kann. Das mache ich mal eben. Gif die Briefmarken zu Razor. So, und jetzt macht das Radio fit mit einem Paket. Ach, er braucht Werkzeug. Wo kriegen wir denn Werkzeug her? Sie hat, glaube ich, kein Werkzeug mit. Wir müssen das Telefon reparieren, sonst komme ich nicht oben an die olle Scharantel ran. Konnte ich das da öffnen? Ja! Das geht auch nur, weil wir vorher das Krafttraining gemacht haben, sonst hätte das nicht geklappt. Was ist das denn? Ach so, das ist auch das. Ach so, das ist der Entwickler, den wir vorhin runtergeschossen haben. Jetzt können wir bestimmt das damit aufwischen. Oder auch nicht. Ach so, nee, das ist jetzt. Ah ja, okay. Gut, hat sich erledigt. Ja. With Stamps. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Ich glaube, das kann ich benutzen, aber das ist, glaube ich, nicht so klug. Ich meine, dass wir dann das ganze Haus in die Luft jagen können. Ach nee, ich glaube, damit lassen wir den Pool ab. Kann das sein? Wenn ich nicht aufpasse, dann ist es tatsächlich so, dass Bernhard ertrinken könnte. Und irgendwas war im Pool. Aber kriege ich denn nochmal Werkzeug her? Man kriegt hier auch irgendwie irgendwo Werkzeug her. Die Frage ist nur, wo? Ach Mann. Das ist schon ein bisschen herausfordernder. Ich gehe schon mal hier hin. Ich meine nämlich, dass wir Bernhard gleich runterschicken können, aber wir haben nur eine bestimmte Zeit, woran ich mich noch erinnern kann. Habe ich das jetzt benutzt? Nee. Muss ich das pushen oder pullen? Sie kann es nicht bewegen. Das hat sich jetzt auch noch nicht... Ach, jetzt! Ach, ich glaube, da dürfen wir nicht drauf drücken. Oh, da ist noch ein Schlüssel. Oh, no! Oh, nein! Der Pool ist schon wieder leer. Wieso war das schon mal leer? Wir könnten eine Kernschmelze dadurch herbeiführen. Wie kann ich... er hat irgendwie zu wenig Budget gehabt. Weil er hat zu günstiges Equipment benutzt. Und hat wohl... Weiß nicht, ob er seinen Pool so als Kühlmittel benutzt. Oh nein, der Meteor wird böse auf ihn sein. Tentacle Front and Center. Oha. Yes, Sir. Dr. Freight, Sir. Popo Tentacle at your disappointment, Sir. Ach, das Popo Tentacle. Er soll den Reaktor checken. Ich glaube, wir müssen uns jetzt beeilen. Kann man das Radio mitnehmen? Ja. Ich glaube, wir gehen erstmal wieder hoch. Aber erstmal, wenn er oben ist. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, er läuft zu uns. Hm, hier ist niemand. Hey, mach doch nicht die Feder aus. Jetzt muss ich das nachher später wieder anmachen. Dankeschön. So, erstmal wieder runterdrücken. Wie gesagt, ansonsten können wir tatsächlich eine Kernschmelze herbeiführen. Und das möchte ich natürlich nicht.
So, jetzt haben wir noch ein leuchtenden, also ein, ja, ein leuchtenden Schlüssel. Ist das vielleicht der Schlüssel für unten? Achso, und wir haben ja nach oben dieses, dieses kleine Ärztekämmerchen. Vielleicht ist dafür ja auch noch ein Schlüssel. Aber wir suchen das jetzt. Ich meine aber, wie gesagt, dass dieser Schlüssel, der uns ins Verlies bringt, tatsächlich bei Edna oben hängt. Und wir deswegen an Edna ran müssen. Aber ich brauche Werkzeug. Und ich weiß jetzt derzeit nicht, wo ich das herbekomme. Hä? Ach so. Hey, Ed. Ach so, sein Vater kommt. Und der Meteor möchte den Hamster von ihm haben. My hamster, nobody touched my hamster. Nun blöd das denn. Oh, da hinten ist noch was. Was liegt denn das? Habe ich gar nicht gesehen. Oh, das müssen wir nochmal angucken dann. Und die beiden Münzen muss ich noch holen. Ah, das ist eine Schlüsselkarte. Das ist nämlich... Er wirft ihm vor, seine Schlüsselkarte geklaut zu haben. Und er sagt jetzt, er weiß jetzt nicht, wovon er spricht. Und ihm ist Gott sei Dank nicht... Und ihm ist Gott sei Dank nicht aufgefallen, dass die Karte tatsächlich hinter dem Hamster hing. Ich meine auch, dass wir ihn beruhigen können. Also, dass wir mit ihm zusammenarbeiten können. Ganz sicher bin ich mir nicht. Oh. Push. Das können wir auch gleich nochmal in, angehen, dass wir mal versuchen... Ich glaube, wir können ihn den Hamster zurückgeben. Wir können natürlich auch den Hamster in die Mikrowelle packen. Aber dann wird er uns wahrscheinlich eher zerstören als alles andere. Da, Switch. Da. Ich versuche das jetzt nochmal mit dem leuchtenden Schlüssel hier. Nein, das ist nicht der Schlüssel. Habe ich mich gedacht. Gut, dann würde ich sagen, vielleicht können wir uns die Karte dann nochmal wegholen. Ich weiß aber nicht, ob wir die zuerst holen müssen. Wenn er den Hamster dann nämlich wieder reinsetzt, weiß ich nicht, ob wir uns die Keycard holen können. Das müsste ich mal probieren. So, und dafür, ich glaube, Razor hat das auf jeden Fall. Hat sie nicht den Hamster? Ja, sie hat den Hamster. Wir versuchen es mal mit ihr. Gerade tüppel ich ja meist mit ihr rum. Das kommt da, weil sie das größte, den größten Inventar hat. Ich möchte natürlich eigentlich auch Dave wiederbekommen. Ich arbeite derzeit noch dran. Sagt, das Werkzeug fehlt uns noch. Uns noch. Ach ja. So, ich hoffe, das klappt. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Gif ist da unten. Scheiße. Nein! Da wollte ich nicht rein. Oh Gott. Ja. Ich wollte in den anderen Raum von ihm. Oh nein. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, sie hat sich wieder beruhigt. Die laufen einen tatsächlich hinterher. Aber nur mit gewissen... Bis zu einer gewissen Grenze. Nein, sie ist wieder in ihrem Kabuff. Ist alles in Ordnung. Dann versuchen wir mal bei ihm reinzuschauen. Hallo. Ich habe deinen Hamster. Ed. Hier. Oh, mein kleiner armer Hamster. Nein, er setzt ihn wirklich da wieder rein. Kann ich ihn jetzt wieder mitnehmen? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Moment, das können wir mal testen. Funktioniert das mit dem Klingeln jetzt noch? Again? Ach so, gut, super. Wir können den Hamster dann nochmal rausholen, das ist kein Problem. Ich hätte mal gerne gewusst, was da in seinem Paket drin hängt. Erstmal bestehen wir ihn. Nein, nicht Piggy Bank.
Shit. Ja, ja, ja. Jemand spielt immer gerne Klingelstreiche bei dir. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir den Hamster... Ansonsten hau ich einfach schnell ab. Ich weiß nicht, ob das noch ein zweites Mal klappt. Jetzt habe ich auf jeden Fall eine Schlüsselkarte in die Lila, ne? Die werden wir für irgendwas gebrauchen. Münzen habe ich. Hier, wir können ja... Da, schreib mal was. Oh. Aha. Da müssen wir also nachher ran. Oh Gott, ich muss mal ganz kurz was machen. Ah ne, er steht draußen. Gott sei Dank. Ich wusste nicht, weil wenn du Pech hast, dann laufen die halt genau über den Weg. Und dann nehmen die halt auch gleich mit in du weißt schon. Es wird bestimmt eine tolle Geschichte. Ihre Haare zerfließen mit dem Hintergrund. Oh, sie hat es nicht gut gemacht. Egal. Kann ich ihm nochmal das Hamster geben? Hier, dein Hamster. Bitteschön. So, weil dann können wir tatsächlich, müssen wir keine Angst haben, uns auch von dem schnappen zu lassen. Aber wir haben eigentlich schon alles, ne? Was ich jetzt nochmal schauen wollte, weil der Typ nämlich gerade... Wo sind denn die Spielautomaten gewesen? Sind die nochmal einen drunter? Ach ja, und ich wollte nochmal gucken, ob man diesen Medizinschrank jetzt mit irgendeinem gefundenen Schlüsselkarte aufmachen kann oder mit einem Schlüssel. Kann es sein, dass wir gleich Bernhard nochmal hochjagen müssen. Das würde ich auf jeden Fall unbedingt mal probieren. So, er ist gewesen bei Meteormess. Können wir da vielleicht die Münzen für benutzen? Nein? Geht offensichtlich nicht. Der hat keine Energie. Hm. Können wir ihn... Nee, können wir nicht bewegen. Keine Ahnung, ob wir da noch irgendwie beigehen können. Zack, mein Krakenposter. Yay. Hier war, glaube ich, der Arzt. Der Arztschrank, genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das mit einer Keycard macht, aber ich probiere es trotzdem. Nein, es funktioniert natürlich nicht. Yellow Key. Nein. Jetzt kriege ich Hunger gerade. Dann jage ich mal Bernhard hoch. Und versuche dann nochmal mit den Schüssen, die er hat, auch nochmal die... Oh... Das ist doof ohne Dave. Muss ich leider nochmal runterrennen. Tut mir leid. Ätzend. So. Sie geht mal so lange in die Köschen. Bernhard. Also, wir hätten auch den Hamster natürlich in die Mikroping packen können, aber das wäre... Böse geendet. Das wird tatsächlich, das verzeiht das Spiel auch nicht. Gut, dann haben wir den leuchtenden Schlüssel. Nein. Oder den silbernen Schlüssel. Schade. Wir haben tatsächlich nicht einen Schlüssel, der gerade... Wir haben 4 Schlüssel, glaube ich. Und nichts öffnet das. Unglaublich. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich... Komme ich jetzt hier... Ups. Ach so. Berühre mich nicht. Oh mein Gott, nein. Purpur-Tentakel. Hör auf, mit dem Experiment zu spielen. Bringen Sie zu mir. Die Maschine ist fertig. Oha. Okay, gut.
Kann ich das Spiel speichern? So, haben wir gespeichert. Ich würde sagen, wir machen dann mal eine Aufnahmepause und gucken uns Manic Mansion natürlich in der nächsten Runde nochmal weiter an. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen bislang. Ich weiß nicht genau, wie ich das mit dem Englisch, ob ich das einfach übersetzen oder ob ich die Stimmen nachmachen soll. Ich weiß es gar nicht genau. Ich lasse mich einfach von der Muse leiten. Auf jeden Fall wünsche ich einen schönen Abend und danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Tschüss!